Herzlich willkommen zu diesem Video und jetzt geht es darum, wie Threads im selben Prozess miteinander kommunizieren können. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Also es liegt auf der Hand, dass man irgendwas mit Shared Memory macht natürlich, weil die Threads sich ja einen gemeinsamen Speicher teilen. Das ist aber nicht so ganz trivial, weil da natürlich jede Menge Ausnahmesituationen passieren können. Und wenn man die behandelt, kriegt man wieder neuen Ärger. Also schauen wir uns das mal genauer an. Also, was gibt es grundsätzlich für Möglichkeiten zwischen Threads oder zwischen Prozessen, dass die kommunizieren? Ich habe hier mal, also dieses unscharfe Bild zeigt so ein bisschen zwei Prozesse, die haben irgendwie gemein exklusiven Speicher. Das stellt hier das Betriebssystem sicher, dass jeder Prozess hat eigenen Speicher. Und jetzt kann man durch das Betriebssystem bewusst Shared Memory anfordern, dass ich sage, gib mir diesen Memory-Bereich und den teilen sich dann zwei Prozesse und so können Sie dann Daten zwischen den beiden austauschen. Sie müssen nur aufpassen, dass Sie diesen Speicherbereich synchronisieren. Also was sonst vielleicht inkonsistente Zustände passieren. Bei Threads ist es natürlich einfacher, weil die per Default einen Shared Memory Bereich haben, weil die im selben Prozess sitzen. Was ich nochmal kann, ich kann Pipes aus dem Betriebssystem verwenden. Auch das ist also eine Möglichkeit, sozusagen so ein FIFO-Kommunikationsweg zwischen zwei Prozessen zu wählen. Also ich kann Betriebssystem-Pipes verwenden. Oder ich kann natürlich auch mit Sockets kommunizieren. Das sind so die groben Sachen. Da kriegen Sie Daten von einem Prozess in den anderen. Shared Memory und eine Pipe funktioniert im selben Betriebssystem, auf derselben Hardware, auf derselben Maschine. Mit Sockets können Sie systemübergreifend kommunizieren. Pipes machen wir hier gar nicht. Sockets kommen dann in einer der nächsten Wochen. So, wir kümmern uns jetzt mal um das Thema Shared Memory. Wie kann man das geschickter gestalten? Also Shared Memory ist grundsätzlich schon ein Problem. Und zwar genau dann, wenn zwei oder mehr Threads oder Prozesse schreibend drauf zugreifen. Wenn alle nur lesen, ist das alles kein Thema. Also, wie gesagt, wir haben nur ein Problem, wenn schreibender Zugriff erfolgt. Denn dann kriegen wir Race Conditions. Das heißt, einer schreibt was rein und der andere liest vielleicht einen inkonsistenten Zustand raus, weil der eine im Schreiben noch nicht fertig ist, als ein Beispiel. Das heißt, wir haben so Schreibanomalien. Solche Sachen kennen Sie vielleicht schon aus Vorlesungen zum Thema Datenbanken. So also Race Conditions und Lost Updates und all solche Themen haben wir dann. Und das Problem haben wir nicht mit Immutable-Daten. Also wenn Sie Datenstrukturen machen, die nicht änderbar sind, String, ein Klassiker in Java oder ein Integer oder sowas, also diese ganzen Objekte sind immutable, die können Sie wunderbar zwischen beliebig vielen Threads teilen. Das macht nichts, weil keiner ändern kann. Also Problem haben Sie immer nur dann, wenn Sie multithreaded oder in mehreren Prozessen arbeiten und Sie eben auf änderbaren Daten arbeiten. Shared Mutable State, das ist sozusagen so root of all evil. Das müssen wir vermeiden oder sauber organisieren. Allgemeine Lösung, um jetzt den schreibenden Zugriff, wie gesagt, zu synchronisieren, ist, dass man irgendwie Semaphore verwendet oder also Logs im Allgemeinen. Also der eine fordert ein Log an und schreibt die Daten rein und während der Log gesetzt ist, darf der andere eben nicht lesen und nicht schreiben. So könnte man das implementieren, also regeln und man kann es in Java machen mit dem Synchronized. Zur Wiederholung ist es so, sobald eine Methode synchronized ist, sperrt die Laufzeitumgebung das Objekt, auf dem die Synchronized-Methode ausgeführt wird und kein anderer Thread kann eine andere Synchronized-Methode auf dem Objekt ausführen. Also auch die werden sozusagen auch da blockiert. Also sozusagen Synchronized fordert eine Sperre auf dem Objekt an. Also so kann man es machen. Seit Java 5, also auch schon seit 15 Jahren, gibt es noch ein genauer ausformuliertes Log-Modell. Darauf gehe ich jetzt hier aber nicht ein, weil das zu sehr in die Innereien von dem Server gehen würde oder von kleinen Programmen. So, was ich gerne machen möchte, ist die Thread-to-Thread-Kommunikation. Wir verwenden da nur ein sehr einfaches Pattern, das sogenannte Producer-Consumer-Pattern. Was mache ich da? Ich nehme einen Haufen Producer-Threads, die erzeugen irgendwelche Daten und ich habe einen Haufen Consumer-Threads, die konsumieren die Daten. Und damit die beiden untereinander synchronisiert sind, also dass da sozusagen keine Race Conditions und solche Dinge passieren, hänge ich dazwischen eine Queue. Die Producer schreiben in die Queue rein und die Consumer lesen aus der Queue. Sozusagen, also die Queue ist eine Art synchronisiertes Shared Memory.
Und wichtig noch vielleicht bei den Producer-Consumer-Pattern ist noch der guckt auch, dass er nicht so viele Ressourcen verbrät. Das heißt, was der nämlich macht, ist, die Producer schreiben fortlaufend in die Queue, aber wenn die Queue voll ist, dann werden die Producer-Threads schlafen gelegt. Das heißt, sie verbraten da keine Rechenzeit. Und dasselbe gilt für die Consumer. Sobald die Queue leer ist und die Consumer nichts mehr zum Konsumieren haben, werden die auch schlafen geschickt und verbrauchen auch da keine Rechenzeit mehr. Wie gesagt, die Details, wie das genau funktioniert mit diesem Wait und Notify All, das sind so Basismethoden der Klasse Object. Das behandeln wir hier nicht, weil sonst muss ich noch mehr Videos drehen. Das ist eh schon ziemlich viel, was ich Ihnen hier so würde. Gehen wir ins IntelliJ, schauen uns das mal an, wie man das Ding jetzt praktisch einsetzt und wie das Ding in Java heißt. So, ich habe, um das mal zu demonstrieren, mit den Blocking Queues ein ganz, ganz einfaches Beispiel mir überlegt. Und zwar folgendes: Ich habe sozusagen ein Hauptprogramm, was irgendwie was Sinnvolles tun soll. Und ich habe einen sehr, sehr langsamen Ausgabestrom, auf den wir jetzt Daten schreiben wollen. Und jetzt ist die Frage: Wie kriegen wir das geschickt hin, dass wir das sozusagen das Schreiben in diesen langsamen Ausgabestrom, dass wir das asynchron machen? Und dann will ich jetzt sozusagen dafür einen eigenen Thread machen und der soll sozusagen über eine Blocking Queue entkoppelt sein von dem Hauptthread. Jetzt machen wir mal ganz kurz das Schreiben über den Hauptthread. Also Starting Stopping ist ja ganz, also wird auf der Konsole ausgegeben. Jetzt machen wir hier eine langsame Ausgabe. Und dafür verwende ich jetzt meinen Very Slow Output Stream. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal einen Print Stream PS gleich. Also den muss ich jetzt hier einbauen. New Print Stream. Da soll der New Very Slow Output Stream drin sein. Und der soll jetzt System.out wrappen. So, da kann man nämlich Print Stream, da kann ich sozusagen zeilenweise schreiben. Das ist ein bisschen leichter zu machen, als wenn wir jetzt Zeichen für Zeichen schreiben müssten oder so. Wenn ich jetzt hier mal ps.println mache, hallo Welt, dann kommt das mit Verzögerung. Starting sehen Sie jetzt Stopping und da kommt verzögertes Hello World. Warum? Woran liegt es? Ich habe hier eine Wartezeit von einer Viertelsekunde eingebaut. Das heißt, also für jedes Zeichen, was er schreibt, braucht er eine Viertelsekunde. Und das geht deswegen, weil ich hier die Write-Methode in dem Decorator-Pattern überladen habe. Das heißt, also jedes Mal, wenn er ein Zeichen schreibt, wird hier diese Write-Methode ausgeführt in dem Stream und er wartet eine Viertelsekunde. Das heißt, wenn ich hier den Text verlängere, ich bin eine wichtige Information, dann dauert es noch länger. Starten wir den mal. Sie sehen jetzt hier über die Starting, jetzt dauert es eine Weile, bis er das so in den Ausgabestrom geschrieben hat. Und ist dann fertig, ne? Das heißt, jetzt hat er da wirklich 12 Sekunden gebraucht, um das rauszuschreiben, kann man ja ausrechnen. So. Und jetzt soll diese Ausgabe, die wollen wir jetzt in den eigenen Thread auslagern. Und das soll jetzt bitte, sagen wir mal, irgendwie asynchron funktionieren und wir wollen die Daten über eine Blocking Queue in diesen neuen Thread reinkriegen. So, dafür müssen wir jetzt natürlich ein bisschen programmieren. Das heißt, erstens brauchen jetzt eine Datenstruktur, mit der wir die Daten übergeben können. Das heißt, das machen wir mit einer Blocking Queue. Blocking Queue. Wir wollen Strings übergeben. Queue ist gleich New Array Blocking Queue. Und dem geben wir erstmal mal eine initiale Kapazität von 5 mit, damit wir so ein bisschen demonstrieren können. So. Und jetzt wollen wir Folgendes tun. Wir wollen dieses ps.print stream, also dieses ganze Geprinte, das soll jetzt ausgelagert sein in eigenen Thread. Wie machen wir das? Wir machen runnable. Runnable worker gleich new runnable. Und da wollen wir diese Ausgabe reinbauen. Was jetzt wollen wir natürlich irgendwie Daten reinkriegen in das Runnable, das er schreiben soll. Und wie gesagt, dafür wollen wir jetzt die Queue als Kommunikationsstruktur verwenden. Das heißt, ich mache jetzt hier Folgendes. Ich sage jetzt hier Queue.take. Und dann kann ich mir sozusagen da Daten aus der Queue rausholen. String Zeile gleich Q.take und das kann ich dann hier
auf den langsamen Ausgabestrom ausgeben. So, jetzt nörgelt er hier natürlich noch rum. Also er unterringelt das Take hier und zwar, vielleicht kann ich die Exception sichtbar machen. Er zeigt es jetzt hier nicht direkt an, aber ich weiß es aus sozusagen Erfahrung. Er will hier noch, dass wir die Interrupted Exception verarbeiten. Das heißt, wir machen hier nochmal Code Surround with Try Catch. Jetzt sehen Sie, ist die Unterregelung weg und jetzt müssen wir wieder sauber mit der Interrupted Exception umgehen. Was wollen wir denn, wenn er interrupted wird? Dann soll er da rausspringen. Ich spare mir mal das Protokollieren der Interrupted Exception, weil das wahrscheinlich eine erwartbare Ausnahme ist. So, dann wollen wir, dass der natürlich jetzt nicht einfach so nur eine Zeile ausgibt, sondern er soll das dauerhaft machen. Not thread is interrupted. Und dann soll er dieses Try-Catch ausfüllen. Ich mache das noch ein bisschen expliziter mit den geschweiften Klammern. So. So, jetzt haben wir sozusagen unseren Worker gebaut. Und der kriegt sozusagen über die Queue die Daten mitgeteilt und jetzt müssen wir die Daten nur noch da reinbringen und den Thread auch wirklich ausführen. Jetzt machen wir nochmal den Thread ist auf, Executor, der reicht. Und dann sage ich exe.execute Worker. So, jetzt haben wir den Thread schon mal am Laufen. Und was wir jetzt wollen, ist, jetzt wollen wir da Ausgaben asynchron machen. Das heißt, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich sage jetzt hier vor int i gleich 0, i kleiner 100 von mir aus, i plus plus, also noch die alte aus C bekannte Vorschleife. So, und was ich da will, jetzt will ich hier was ausgeben. Das heißt, ich sage jetzt hier kein Printline mehr, sondern ich sage hier noch qput und gebe dem einfach einen String mit, hallo, Nummer und ein i. Und dass ich das auch wirklich gemacht habe, ist out, sage ich hier nochmal, putted plus i. So, dass wir auch sehen, was er reingeschrieben hat, dass wir das so ein bisschen nachvollziehen können. So, also das heißt, jetzt haben wir sozusagen die Grundkommunikation implementiert. Ich habe hier den Main-Thread, das sehen Sie hier, die Vorschleife läuft im Main-Thread drin und der schickt sozusagen irgendeinen Datensatz über put an den Worker-Thread und diese Queue, die er da verwendet, ist eine sogenannte Blocking-Queue und wir sehen hier so ein bisschen die Ausgabe. Die Blocking-Queue selber läuft hier auch in einem eigenen Thread. Der Worker läuft hier auch in einem eigenen Thread und der liest aus der Queue etwas raus und gibt die Zeile dann aus. Und die ganze Kommunikation läuft über die Blocking-Queue, wenn man sich das mal anschaut. Dann erbt die von Q natürlich. Und wenn wir da mal reinzoomen, dann bietet die hier jede Menge Möglichkeiten an, um entweder mit Timeout oder ohne Timeout die Sachen rein und rauszulesen. Also Take und Put sind die Sachen, ich schreibe es rein. Und das ist dann blockierender Zugriff, wenn sozusagen nichts zu taken ist oder die Q voll ist und man nicht putten kann. Oder ich kann mit Offer und Poll jeweils auch mit Timeout reinschreiben und rauslesen. Also das wären so die beiden Varianten, wie ich eine Blocking Queue verwenden kann, mit Put und Take jeweils blockierend. Dann haben wir natürlich dieses Producer-Consumer-Pattern umgesetzt oder Offer und Poll. Die fliegen jeweils mit dem Timeout um die Ohren, wenn sozusagen die Queue voll oder leer ist. Also genau das Producer-Consumer-Verhalten, was Sie erwarten würden. So, lass das Programm jetzt mal laufen. Also das heißt, zwei Threads synchronisiert oder kommunizieren jetzt über die Blocking Queue. Und jetzt sehen Sie hier, puttet 0 bis 5 und dann fängt er an zu sagen, hallo Nummer 1, hallo und so weiter. Das heißt, dieses Hallo Nummer, das kommt ja aus unserem Schreibe-Thread. Das habe ich mir hier geschickt. Und das puttet kam sozusagen aus dem Main-Thread. Jetzt sehen Sie aber hier schon, puttet kommen genau 5 Aufrufe. Danach kommt das erste Hallo. Wieso hier nicht gleich 100? Ne? Also man könnte ja überlegen, na, ich mülle hier die Queue voll und dann geht's los. Also der Thread läuft hier ja auch wie wild und kann dann natürlich immer putten. Aber das heißt, er läuft nur mit 5 durch und jetzt sehen Sie hier, jetzt läuft das immer Wechsel. Hallo Nummer 14, puttet 20 und so weiter. Also das heißt, hier ist irgendwie eine Differenz von 5 drin. Woher kommt die? Naja, wenn Sie sich das mal genau anschauen, dann habe ich ja hier eine Blocking Queue mit der Kapazität 5 vorgesehen. Wenn ich hier eine Kapazität 100 sage,
beispielsweise. Lass das jetzt nochmal laufen. Dann macht er 100, schickt das rein und rödelt die jetzt natürlich aus der Queue entsprechend ab. Also das heißt, das, was Sie hier sehen, Hallo-Nummer und so weiter, das kommt jetzt aus diesem Worker-Thread. Machen wir die Kapazität 1. Ja, dann macht er das im Einser-Ping-Pong. Das heißt, was sehen Sie hier? Put blockiert natürlich immer dann den Main-Thread, wenn die Queue voll ist. Und wenn ich die Kapazität einsetze, ist die relativ schnell voll. Und der Thread hier, der Run-Thread, blockiert natürlich immer dann, wenn die Queue, wenn in der Queue nichts zu holen ist, also wenn Take ist. Also Take ist sozusagen, ist immer dann blockiert, wenn die Queue leer ist, und Put blockiert den Thread genau dann, wenn die Queue voll ist. Können Sie an dem einfachen Beispiel sehr schön nachvollziehen. Das heißt, das war die Idee, dass man jetzt, wie gesagt, zwei Threads kommunizieren lässt über eine gemeinsame Blocking Queue, und Sie können natürlich auch mehr Threads über so eine Blocking Queue synchronisieren oder kommunizieren lassen. Hier bietet es sich besonders an, dass man sozusagen langsames I.O. in einen eigenen Thread stopft und den über die Blocking Queue mit Daten versorgt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weiter geht's dann mit Futures.